Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Heute machen wir ein richtig tolles Blaubeerschichteis und zwar ist das ein sehr, sehr einfaches Rezept. Quick and easy, kannst du wirklich innerhalb von 10 Minuten selber machen und dann einfrieren, ein paar Stunden genießen. Perfekt. Ja, und deswegen zeige ich dir das, bleib einfach mal dran, wenn du Lust hast. Für das Rezept brauchen wir ja ungefähr 2 Handvoll Heidelbeeren. Das sind noch Heidelbeeren aus meinem Videodreh, wie ich euch gezeigt habe, wo unsere Heidelbeeren herkommen. Das ist eine Kooperation mit Aldi Süd und die habe ich noch immer. Und zwar genau 3 Hände. Wir nehmen aber nur 2,5, das reicht voll und ganz. Und diese Heidelbeeren, die wir jetzt hier drin haben, werden wir erst einmal pürieren. Und dann können wir die wunderbar abfüllen. Und dann nehmen wir noch einmal laktosefreien Joghurt. Ich nehme jetzt hier, ja, ich denke mal, 3 Esslöffel werden reichen. Und den süßen wir noch entweder mit Agavendicksaft oder Honig. Bei den Blaubeeren würde ich auch nochmal einen Teelöffel Agavendicksaft einrühren. So, und dann nehmen wir uns einmal Förmchen und geben dann ganz langsam und am besten mit einem Trichter etwas von dem Püree da rein. Folgenden Grund, kriegen wir die Ränder auf jeden Fall sauber und dann können wir gleich dann schön unseren Joghurt draufschichten. Das würde ich auch nach der gleichen Methode machen. Dann spülen wir das aus und geben dann einmal unseren dickflüssigeren Joghurt oben drauf. Und du siehst hier sehr schön, dass der Joghurt oben drauf bleibt. Das ist soweit so gut. Wenn du jetzt willst, kannst du hier noch was anderes reingeben. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du es jetzt ungesünder mögen würdest, würde ich jetzt so, wie heißen die Dinger, Streuselbunte nehmen oder sowas. Aber das mache ich nicht, denn ich gebe das jetzt hier rein, mache das zu und sollte das immer nur so weit befüllen bis zu der Markierung hier von deinem jeweiligen Becherchen, das du da verwenden wirst. Und am besten fährst du wirklich mit dem Trichter hin und her, so dass sich dann einmal der Joghurt, der durchfließt, gleichmäßig verteilen wird. Diese Behälter gehen jetzt ungefähr für 4-5 Stunden ins Gefrierfach. Am besten machst du das am Abend und am nächsten Tag, wenn dann morgens oder mittags deine Kinder das essen möchten, dann kannst du das natürlich da rausholen und hast du alles vorbereitet, perfekt fest eingefroren. Ja, und das ist das ganze Geheimnis. Ich würde sagen, ist ein super einfaches, schnelles Rezept. Mach es auf jeden Fall mal nach, schick mir mal deine Varianten. Du kannst es ja unendlich viel abwandeln. Und so sieht dann einmal das Ergebnis aus. Wir haben hier jetzt ein richtig schönes Eis und ja, also kann man nicht meckern, schönen Farbverlauf bzw. schöne farbene Teilung. Jetzt könnte man sogar mit mehreren Schichten machen, wenn ihr mutig seid. Ja, und dann würde ich sagen, kommt jetzt mal der Abspann. Und dann sehen wir es hoffentlich im nächsten Video wieder. Und das war's dann auch schon wieder. Du hast gesehen, das Eis ist wirklich sehr, sehr einfach zu machen. Hier findest du ein weiteres Rezept, was ich für dich ausgesucht habe. Hier kannst du gerne mal auf die süßen Sinden klicken. Weitere tolle Eisrezepte findest du dort oder andere Gebäcke oder sonst irgendwas, alles was süß und lecker ist. Ansonsten darfst du gerne mal hier auf Abonnieren klicken. Da freue ich mich drüber, verpasst du keine tollen weiteren Rezepte mehr von mir. Ansonsten darfst du auch gerne mal Instagram vorbeischauen, Like da lassen. Da verpasst du keine Daily Vlogs von mir. Ja, und ich würde sagen, da bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.